Guten Morgen. T-25 Minuten, um 8 geht's los. Ich kann nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Das Gewusel hinter mir macht es jetzt auch nicht besser. Ja. Das Fahrrad ist ungefähr zugeladen mit 5 Kilo Essen und Trinken. Und jetzt sind wir so bei 30 Kilo. Ich freue mich. So, ich melde mich später wieder. Das Bike war definitiv zu schwer. Und bis heute weiß ich nicht, warum ich so eine Panik hatte, dass ich kein Essen und kein Trinken finde. Na, bescheuert. Aber erstmal herzlich willkommen zu meinem Transbalkan-Abenteuer. Das ist ein Mountainbike-Rennen über 1350 Kilometer. Und dabei muss man ungefähr 27.500 Höhenmeter überwinden. Für mich war das nie ein Rennen. Ich wollte einfach nur Spaß haben, durchkommen. Ja, durchkommen. Das hat dann jetzt nicht ganz so geklappt, aber ist ja wurscht, ihr seht es ja gleich selbst. Die Strecke sollte über 4 verschiedene Länder führen, dabei 10 Nationalparks durchqueren und dann in der Bucht von Kotor in Montenegro enden. Mein Plan war es dann, einfach vom Ziel an der Küste Kroatiens wieder zurückzuradeln, dabei etwas Sightseeing zu machen, bis Zadar, dann dort auf die Fähre zu steigen, nach Rijeka und dann noch den letzten Rest zurück zum Auto zu radeln. Ich liege total hinter der Zeit, war ja nicht anders zu erwarten und es ist ganz schön anstrengend. Also es sind ja keine Waldautobahnen, wo man fährt, es ist ein Geholper, das zieht Kraft. Na gut, jetzt hat es sich auch gerade schön eingeregnet, das Gewitter scheint durch zu sein. Na, schauen wir mal, wo es mich heute hin verschlägt. Das Ziel Fusina, ja, das wird bestimmt nichts. Ja, schauen wir mal. Und da hängt noch der Regen. Ah, aber traumhafte Landschaft, das ist das Schöne dran. Morgen! Ja, bin ein bisschen erholt. Es waren nicht ganz 4 Stunden Schlaf. War sehr oft wach, aber egal. Ich habe geschlafen und vor allem trocken und warm. Bin gestern noch in eine kleine Pub rein, eine Bar. Habe mich so durchgefragt und bei ein paar Jugendlichen am Tisch war einer, der hatte ein Apartment noch zur Verfügung. Der hat gesagt, klar, kein Problem. Wo ich das klar gemacht habe, kam auch noch der Alberto aus der Toilette. Habe ich gesagt, komm, du kommst mit. Ich habe hier einen Schlafplatz klar gemacht. Der war auch super glücklich. Der wollte auch nicht draußen schlafen, weil der auch sehr nass und durchgefroren war. Das Gewitter, das war ganz schön krass. Jetzt bin ich natürlich wieder später als erwartet auf der Strecke. Das ist ja kein Wunder, wie immer. Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, wenn man zu langsam unterwegs ist und alle anderen vor einem sind, die können ja die Strecke schon mal austesten. Und da kam gestern Abend von Bea und Luca die Nachricht, wir sollen doch ab Fusina auf der Hauptstraße fahren. Denn die Strecke normalerweise geht da oben übers Gebirge lang. Da sind sehr viele Holzarbeiten oder die Bäume sind umgefallen. Man muss das Fahrrad drüber wuchten. Und da haben sie dann geschrieben, fahrt doch bitte unten auf der Hauptstraße lang. Na, das mache ich doch glatt. Fast 400 Höhenmeter gespart. Wuhu! So, dann rolle ich mal ein bisschen weiter. Die Sonne kommt auch bald. Ich bin gespannt, was heute auf mich zukommt. Was soll ich tun? Wo soll ich lang? Durchfahren traue ich mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie tief es ist. Bei meinem klingt plumps ich ja doch noch in die Matschepampe rein. Ich wurschtel mich mal da drüben lang. Thank you.
Auch wenn ich hier noch lächle. Langsam stellte sich das Körpergefühl ein, dass irgendwas nicht stimmt. Die Brust hat sich zugezogen, ich habe schlechte Luft bekommen und im Allgemeinen habe ich unheimlich lange gebraucht, mich nach Pausen zu erholen. Die Erkältung, die mich zum Candy Bee Graveler niedergestreckt hat, ist wahrscheinlich doch noch zu tief in meinem Körper drin. Auf geht's in die Nationalpark bei Lippitt. Endlich fahr ich mal durch. Und vor allem eine Bärentatze. Wuhu! Wenn mein Kopf mäßig durch ist, dann entscheidet man sich für diese Unterkunft. Schön, ne? Obwohl, 100 Meter weiter um die Ecke rum, dieses wäre. Macht jetzt die Laune auch nicht besser. Schlechte Laune daher, einfach nur wegen meinem Körper. Nach den Atembeschwerden kamen jetzt auch noch Herzrhythmusstörungen dazu, die mich echt nachdenklich gemacht haben. Denn es war nicht nur einmal, zweimal, dreimal, nein, vielfaches. Und immer musste ich anhalten, warten, bis es vorbei war und wieder weiterfahren. Das drückt nicht nur die Laune, sondern man kommt total ins Grübeln, was macht man? Da diese Herzbeschwerden nur aufgetreten sind, wenn ich wirklich in Belastung war, also am Berg und richtig treten musste, habe ich mich dazu entschieden, locker weiter zu pedalieren. Und ja, das DNF in meinem Kopf, das Aufgeben, das Versagen, rückte immer näher. So genoss ich die wunderschöne Landschaft des Wellebit-Nationalparkes, schaute hier ab und zu auf den Boden und vergnügte mich mit dieser kleinen lustigen Schnecke. Für ein geschichtliches Sightseeing ist allemal Zeit. Und gerade das Thema Krieg sollte man auch nicht so leicht nehmen. Ich glaube, dieses Denkmal, Mahnmal ist aus den Jugoslawienkriegen. Könnte auch noch länger her sein. Auf jeden Fall hat so eine sozialistische Kunst immer etwas sehr, sehr Bedrückendes an sich. Das spiegeln die leidvoll dargestellten Personen auf der Säule deutlich wider. Naja, kurz umgeschaut und dann bin ich auch gleich wieder weitergerollt. Ich bin dann nur noch bis Gospic gefahren und für den Tag hat es mir auch gereicht. Es waren knappe 90 Kilometer mit knappen 1000 Höhenmeter, wo ich 10 Stunden gebraucht habe und dabei 4 Stunden Pause machen musste. Guten Morgen. Ja, jetzt ist es soweit. Ich habe gestern schon auf der Fahrt die ganze Zeit überlegt, was ich mache. Die Herzrhythmusstörung, was ich jetzt schon seit Nachmittag Tag 1 sich eingestellt hatten, dann halt nicht besser und es fühlt sich auch nicht gesund an. Ja, immer in Belastung, also am Berg, wenn ich treten und drücken muss, dann fängt mein Herz an so richtig doll zu schlagen, dann wieder schneller, wieder langsamer, bekomme keine Luft, Brust tut weh und ich muss erstmal anhalten und so lange warten, bis es vorbei ist und dann kann ich langsam wieder weiter. Ja, das nimmt natürlich viel Zeit weg. Ich habe richtig Angst. Naja. Was soll's. Das ganze Jahr ist schon scheiße. Nichts geschafft, was man sich vornimmt. Jetzt das hier wieder. Es ist... Ach, scheiße. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg nach Marzin zum Checkpoint 1.
aber nicht auf der Originalroute, sondern auf der Straße. Ich will einfach nur dorthin fahren. Vielleicht sind sie so lieb und geben mir wenigstens einen halben Stempel. Und dann fahre ich nach Zadar, gucke ich mir wenigstens Zadar an und fahre dann mit der Fähre nach Rijeka und den ursprünglichen Plan weiter über Land mit dem Fahrrad zum Auto und dann heim. Schön. Wieder einen Urlaub durch Krankheit nicht ausgekostet. Es kotzt einen langsam an. Ja, ich genieße jetzt noch ein bisschen dieses wunderschöne Wetter heute. Es wird heute auch den ganzen Tag regnen. Also, Träumchen! Checkpoint 1 angekommen, gab es erstmal lecker Nudeln und ich habe mich dann eben auch aus dem Rennen verabschiedet. Und somit ging es dann jetzt auch weiter Richtung Zadar, einmal quer auf dem kürzesten Weg. Ach so, ja, Stempel habe ich auch bekommen. Naja, hat mich gefreut. Ab jetzt hieß es Urlaubsmodus an. Und so führte mich der Weg nach Zadar, zur Meeresorgel, dann weiter über die Insel Park, Raab und Krk, zurück nach Rijeka und dann noch ein bisschen über Land zurück zum Start nach Sisarna. Ein bisschen Action mit Hunden war auch mit dabei, aber die Kleinen haben viel gefährlicher getan, als es wirklich war. Oh Gott, ich komme jetzt keinen Zug.
Dieser Tag war so wunderbar. Erstens hat er die Meeresorgel angefahren und wirklich lang gelauscht, dem Klang der Orgel. Und dann noch auf der Insel lang gefahren und ach, es ist so schön. Gut, die Beschwerden waren jetzt nicht weg. Ab und zu kommen schon wieder mal diese Herzstörungen, aber bei weitem nicht so schlimm wie an den Tagen zuvor. In Novalja ließ ich den Tag am Strand ausklingen und am nächsten Morgen sollte der Katamaran nach Rijeka gehen. Am Ticketschalter dann angekommen, wurde mir gesagt, dass die Fahrradmitnahme auf dem Katamaran nicht möglich ist. Nur auf den normalen Autofähren. Das hieß für mich umplanen und den Tag mit Inselhopping verbringen. 3 Schiffefahrten waren angesagt. Und zum guten Schluss konnte ich dann auch noch von der To-Do-Liste das alte Lost Place Hotel auf der Insel Krk mitnehmen. Durch diesen verlassenen, beeindruckenden Hotelkomplex zu spazieren, das war nochmal so ein richtiges Highlight und hat gut getan, dass ich dann doch noch so ein Sightseeing-Abenteuer aus diesem verhunzten Rennen gemacht habe. Naja, den Abend habe ich dann in Rijeka schön ausklingen lassen und am nächsten Tag bin ich dann auf dem schnellsten Weg zum Auto gefahren. Da habe ich auch nicht gefilmt, ich wollte es nur noch hinter mich bringen. Und dann ging's erstmal zu den Ärzten. Ja, im Endeffekt, das Herz ist okay, also Entwarnung. Das war einfach nur diese verschleppte Erkältung. Das hat sich dann eben auf die Lunge und auf den Magen gelegt. Und das Ganze wiederum war so schlimm, dass es eben mein Herz aus der Bahn geworfen hat. Es war trotzdem ein wunderschönes, kleines Abenteuer, wo ich am Ende doch noch das Beste draus gemacht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder. Fast vergessen, die gesamte Streckenkollektion findet ihr natürlich mal wieder auf Komoot. Also einfach nochmal dort vorbeischauen. Tschüss!